Willkommen aus Magdeburg und damit herzlich willkommen zum Derby zwischen Sachsen-Anhalt und Sachsen. Heute dem Duell zwischen den Tabellen 15. und den Tabellen 10. Einem Duell, was wir definitiv gespannt entgegensehen werden. Beide Teams tatsächlich mit einigen Änderungen in dieser Partie, aber erstmal die erste Chance hier für die Sachsen-Anhaltiner über Krüger. Ball geht auf Gutau, aber dann geht der nicht durch. Also, beide Teams als letztes mit unterschiedlichen Ergebnissen, Sachsen-Anhalt mit einem 0:0, mit dem sie wahrscheinlich sehr zufrieden waren gegen das Team aus Niedersachsen. Aber erstmal hier die nächste Möglichkeit, diesmal von der anderen Seite. Nein, wird von Siesleben unterbrochen. Also, 0:0 als letztes die Sachsen-Anhaltiner gegen das Team aus Niedersachsen. Hier unten einmal eingeblendet beide Teams, Aufstellungen, einmal unter anderem die Aufstellung von Sachsen, aber hier erstmal die nächste Möglichkeit. Also wir kommen hier kaum zur Statistik. Direkt offensiv geführtes Derby, das ist natürlich für viele neutrale Fans richtig interessant. Gutau. Rüber auf Krüger und Fährmann. Sachsen als letztes 2:0 gewonnen gegen Berlin. Ja, muss aber dementsprechend auf ihren Verteidiger Jordan heute verzichten, der sich im Training verletzt hat. Dementsprechend Jeckel hinten in der Verteidigung. Auf der anderen Seite sehen wir anstatt Sieb Petersen von Anfang an ausnahmsweise. Eine der Geschichten, die eigentlich Petersen schon öfter gesagt hatte, dass er sie eigentlich nicht will. Dass er nicht Startelf-Debüt haben möchte, aber kriegt er heute. Gucken wir mal, ob das eventuell einen Vor- oder Nachteil hat. Landgraf hier dazwischen. Udukai. Und Landgraf. Ah, bisschen zu weit vorgelegt. Siguin und Krüger. Über Gutau. Aber wieder ist es Landgraf da hinten. Wieder passt er auf. Ja, seit der Landgraf da hinten in der Verteidigung ist. Seitdem man ist die sächsische Verteidigung auch etwas sicherer wieder. Redemann. Und Kraus. Arnold. Träger. Baumann. Und wieder Träger. Arnold. In die Mitte, gut gemacht. Baumann, aber Müller. Ja, vielleicht ein bisschen schwach von Baumann hier in dieser Situation. Ja, Siguin hier dreimal Ball angenommen. Petersen auf Krüger. Schröter. In die Mitte wieder Krüger und dieses Mal hat wieder die Abwehrzange zugeschlagen. Sachsen ja einer der Teams, die mit Fünferkette spielen. Bislang sich da oft auch ausgezeichnet hat. Pflücke und Baumann. Kastenhofer in der Situation dazwischen. Petersen nach vorne, Krüger und Gutau. Ja, dribbelt sich am Verteidiger vorbei. Gutau mal aus, das ist der Schusschance. Aber das kann er besser und das weiß er auch hier. Wir sind in Schieflage geraten und dementsprechend ist der Ball völlig zu hoch geschlossen worden. Da gab es schon andere Situationen, wo es eben einfacher war, oder besser gesagt schwieriger war, den Ball hier zu halten. Jeckel, wie erwähnt, für Jordan dabei in der Verteidigung heute. Wie gesagt, Trainingsverletzung. Schauen wir mal, wie lange er ausfällt. Krüger und Siguin. Ja, stoppt den Ball. Gutau. Jeckel dazwischen. Also nach der Euphorie der ersten Minuten ein bisschen abgeschwächt die Partie jetzt. Ein bisschen ruhiger angehen lassen. Wahrscheinlich wollten beide eben hier schnell zeigen. Sie können schnell das Tor erzielen. Um eben den Gegner hier etwas in Bredouille zu bringen. Krüger und Gutau. Das kommt aber nicht an Petersen an. Udukai in der Verteidigung dazwischen. Raus. Und Pflücke. Pass auf Warnert. Redemann.
Und Flücke. Arnold, nein. Sommer in der Hinsicht hier. Aufgepasst in der Verteidigung. Gutau. Und Pedersen. Seguin, starker Pass auf Krüger. Krüger aus der Distanz, aber auch da wieder nicht genau genug. Trotzdem Eckball. Nicht genau genug und scheint dementsprechend dadurch, dass eben ein Verteidiger anscheinend am Ball war. Ecke für das Team aus Sachsen-Anhalt. 35. Spielminute, Ecke Sachsen-Anhalt. Ecke Seguin, Ball kommt in Richtung Mitte, Udukay dazwischen. Seguin und Gutau, aber Janschke dieses Mal Ball erobert. Redemann. Erwartete Tore aktuell 0,5 zu 0,7. Also ein Türchen, würde ich mal sagen, liegt in der Luft. Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass wir eben am Anfang der Partie diese extrem Offensivität von beiden hatten. Arnold. Pass, aber sie ist Leben. Ja, ist auf seiner Position. Wird dementsprechend gefühlt angepasst vom Gegner. Pedersen. Und Schröter. Raus Richtung Sommer. Und Sommer. Ja, das soll, glaube ich, ein Fangball sein von Sommer. Der steht da natürlich da und denkt sich so von wegen, was war das denn bitte gerade? Also, weiß er, dass er es eigentlich besser kann. Arnold. Und Baumann. Ja, setzt sich hier an den allen Verteidigern durch. Baumann mit der Möglichkeit. Baumann mit dem 1-0. Führung für Sachsen. 7. Saisontreffer für Dominik Baumann. Hier nochmal schön zu sehen. Erster Manndecker schön vorbeigegangen. Zweiter Manndecker einfach mal ausgeguckt. Und dann ist es so, dass er ihn hier schön reinschießt. Und damit die Führung für die Gäste aus Sachsen. Die natürlich jetzt so ein bisschen auch hoffen müssen auf die anderen Teams, die unter anderem halt morgen spielen. Unter anderem Hamburg und auch das Team aus Hessen, was übermorgen spielt. Wo eben am liebsten natürlich Punkte liegen gelassen werden sollten, um eben Platz 8 zu erreichen. Und es ist dann hier kurz nach Wiederanstoß, Abpfiff, Halbzeitpfiff, war nur eine Minute. Und es steht 1:0. Ein, würde ich mal sagen, wahrscheinlich sehr effektiver Treffer hier von Dominik Baumann, der die Sachsen natürlich jetzt einen Vorteil verschafft für Durchgang 2. Nutzen Sie ihn? Schauen wir mal. Willkommen zurück aus Magdeburg und damit herzlich willkommen zum Spiel zwischen Sachsen-Anhalt und Sachsen. Sachsen führt hier mit 1:0. Ja. Zum richtigen Zeitpunkt das richtige Tor erzielt, kurz vor Ende des ersten Durchgangs nämlich. Heißt also, man könnte jetzt eventuell dadurch einen Vorteil haben in dieser Partie, die am Anfang des Spiels doch sehr viel mit Vollgas losgelegt worden ist und dann so ein bisschen abschweppte, so ein bisschen weniger wurde. Gucken wir mal, ob das jetzt ein bisschen anders läuft oder nicht. Beide Teams ja orientiert hier und heute wieder wichtige 3 Punkte zu holen für ihre gewissen Ziele. Sachsen-Anhalt aktuell auf Platz 15, will da möglichst von weg. Braucht aber dafür einen Sieg, um eben an Thüringen vorbeizuziehen. Landgraf nach hinten, Dräger. Aber Gutau hier dazwischen. Schröter und Krüger. Lücke. Schiedsrichterin gibt hier den Freistoßpfiff. Freistoß aus, ja, man könnte sagen, Arnold, eigentlich keiner schlechten Position. Der kann gut und gerne auch mal so einen Flankenball ganz gefährlich in Richtung 16er bringen. Das versucht er hier auch, aber Krüger klärt den erstmal. Flücke und Udukay.
Pedersen hier mit dem Foul, Freistoß. Landgraf, nein, wollte ich gerade sagen. Landgraf hier versucht, den möglichst schnell zu machen, aber genau das Gegenteil. Freistoß Arnold, sie ist Leben mit dem Kopf dazwischen. Flücke aus der Drehung und dann ist es 2-0. 2. Saisontreffer für Flücke. Für die Nummer 77 der Sachsen. Auch hier wieder. Das ist das, was ich eben meinte. Arnold, der kann gefährliche Geschichten hier in den 16er bringen. Das hat er getan. Und im Abschluss ist es eben Flücke, der hier völlig allein gelassen wird. Kastenhofer viel zu spät. Er ist da angekommen und da ist der Flücke ja schon im Gedanken beim Torschuss. Und er macht er ihn hier. Seinen 2. Saisontreffer. 2-0 Sachsen. Baumann. Natürlich, jetzt heißt es hier vielleicht ein bisschen Tempo rausnehmen. Jetzt heißt es hier vielleicht dieses Spiel an Abschluss siegreich abzuschließen. Niemeyer hat den Ball hier noch kurz vor dem der Linie. Dann das Foul hier an Kraus, das hier nicht als Foul gewertet wird von der Schiedsrichterin. Seguin. Und Ball geblockt von Arnold. Kastenhofer diesmal wieder hier. Ja, heute nicht die beste Partie hier vorm Verteidiger. Noch der Fehlpass. Was für ein Fehlpass. Träger. In die Mitte auf Baumann. Baumann wird hier zu Fall gebracht. Dann muss es Elfmeter geben. Kastenhofer mit dem Foul. Ich hatte eben schon erwähnt, der ist heute ein bisschen neben der Spur der Verteidiger. Und man merkt es einfach. Dieses Foul völlig überflüssig. Aber sowas von. Wechsel, Sommer geht, Bosch kommt. Natürlich heißt das offensiver Mann rein für Defensiven. Und Arnold natürlich bereit. Mai kommt für Redemann. Sehen wir eben jetzt auch noch. Und Arnold 3-0. Arnold bislang in dieser Saison alle Elfmeter verwandelt und den macht er auch. Treffer Nummer 5 für den Kapitän von Sachsen, die natürlich hier feiern, die natürlich wissen, dieser Sieg ist wichtig. Arnold, der schaut die ganze Zeit genau in die Richtung, wo er den Torwart hinschicken will, den schickt er aber genau in die Gegenrichtung und schießt ihn trotzdem. Cool in die Mitte und dann ist es das 3-0. Sachsen-Anhalt hier völlig von der Rolle. Und die nächste Chance für die Sachsen über Baumann. 4-0. Und natürlich Pfiffe hier aus Magdeburg. Das ähnelt so ein bisschen dem Team Spirit der Hinrunde der Sachsen-Anhaltiner. Fehler über Fehler und wieder ist es Kastenhofer, der hier heute wirklich eine richtig schlechte Partie macht. Über den läuft hier alle Fehler und dann ist es der nächste Treffer von Baumann. Treffer Nummer 8 für ihn und damit der sichere Sieg der Sachsen. Jetzt heißt es wirklich anscheinend nur noch Torverhältnis ein bisschen polieren. Aktuell steht man bei minus 1. Und man sieht aber interessanterweise, das haben wir in den letzten Wochen immer mal wieder auch gesehen bei anderen Teams, dass dann gerne auch die Fans gehen. Aber hier und heute tatsächlich in diesem Derby nicht. Man will seinem Team anscheinend hier nochmal ein bisschen promoten, ein bisschen pushen. Mai erobert sich den Ball in der Situation. Kontermöglichkeit der Sachsen über Baumann. Ball geht nach vorne und man sieht, da sind nur noch zwei Verteidiger. Arnold rausgespielt Richtung Flücke, der natürlich ewig jetzt Zeit hat. Flücke mit dem Flankenball und Kastenhofer. Diesmal hat er den Ball abwehren können. Nächste Chance für Sachsen über Flücke. Menz diesmal. Den Ball erobert. Konterchance jetzt vielleicht für die Sachsen-Anhaltiner. Über Krüger. Ball geht raus. Gutau. Gutau und Dudukai.
Baumann. Und Träger. Wieder Baumann. Landgraf. Arnold. Und jetzt natürlich Ideen finden, Ideen suchen. Mir noch vielleicht eben in Richtung Historisches zu gehen. Kraus. Und Mai. Arnold. Guter Pass auf Flücke. Flücke und Müller. Ja, da haben wir doch eigentlich seine Klasse gesehen. Wechsel, Doppelwechsel. Also erstmal der klassische Wechsel. Kutsche kommt für Baumann, das kennen wir bereits. Und auf der anderen Seite sehen wir einige Wechsel bei den Sachsen-Anhaltinern. Noch 8 Minuten auf dem Feld. Hartmann kommt für Niemeyer. Und Rossmann für Menz. Und es gibt den nächsten Elfmeter. Ja, Seguin, der versteht die Welt nicht. Wir gucken uns das nochmal an. Und ja, das ist Elfmeter. Den schubst er nach vorne. Warum tut er das? Elfmeter für Maximilian Arnold. Bleibt der bei 100%? Arnold gegen Meier. Und nicht! Nicht gegen Meier, sondern gegen Müller. Und es ist nicht mehr 100%. Aber Kutschke macht das 5-0. Aber Kutschke macht das 5-0. Treffer Nummer 2 für ihn, für den Einwechselspieler, für den Joker der Sachsen. Aber auch hier, ich will ja nicht sagen, aber irgendwie, ja. Wo ist der Manndecker? Da kann man das wirklich fragen. Wo ist er? Da kann der Müller machen, was er will da hinten. Und der wird hier beschossen bis zum geht nicht mehr. Und dann ist es hier eben auch das 5-0. Wechsel bei Sachsen. Ja, Flücke geht. Fantastisches Spiel heute gemacht. Viele Vorlagen gegeben, viele Ideen gemacht, selbst Tore erzielt. Also da ist auch kaum ein besserer Wunsch zu äußern. Wahrscheinlich für viele sächsische Fans hier. Dementsprechend wird hier natürlich mit Applaus verabschiedet. Bukowski kommt. Der hier auch direkt am Ball ist. Mai. Ah, Ball kommt doch noch in Richtung Mitte. Rossmann, klar, bisschen mit Schwierigkeiten geklärt, aber geklärt ist geklärt. Seguin. Ball lang und weit nach vorne aus der Seitenlinie. Sehen wir eine 3 hochgehoben. Heißt also 3 Minuten Nachspielzeit. Hartmann, der beschwert sich natürlich. Wieso ist das Abseits? Aber ganz ehrlich, mehr Abseits kannst du hier gar nicht haben. Das ist eine klare Geschichte hier. Träger. Ah, gegen Gutschau hier der Verlierer. Pedersen. Und Seguin. Krüger. Rüber wieder Seguin. Krüger. Aus Richtung Gutau. Banke kommt und an Abschluss ist Mai am Ball. Und die 3 Minuten sind rum und die Schiedsrichterin pfeift das Spiel ab. Sachsen gewinnt hier heute historisch mit 5-0 gegen das Team aus Sachsen-Anhalt. In einem Derby so auseinandergenommen zu werden, das tut richtig weh. Man of the Match heute, Dominik Baumann. 2 Tore erzielt, wichtige Tore erzielt. Und dementsprechend heute hier Matchwinner. Das war es dementsprechend aus Magdeburg. Sachsen-Anhalt verliert mit 0-5 gegen Sachsen. Bis zum nächsten Mal.